In Zentendorf bei Rothenburg, da gibt es Kamele. Das gibt's doch gar nicht. Hier gibt es die Kulturinsel Einsiedel. Das muss irgendwie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz sein. Und das gehört natürlich auch dazu, zu den Dingen, die man in Sachsen unbedingt mal gesehen haben muss. Deshalb werde ich mich jetzt gleich mal ins Getümmel stürzen. Hier auf der Kulturinsel Einsiedel, da gibt es sogar ein Baumhaus-Hotel. Und ich hatte schon den Eindruck, als ich hier reingelaufen bin, weil alles so ein bisschen anders ist, dass die Menschen, die hier arbeiten und das erfunden haben und seit 20 Jahren schon ganz viele tolle Sachen aus Holz machen, dass die alle einen gesunden Schuss haben. Herr Bergmann, das können Sie mir bestätigen, oder? Ich muss sagen, das trifft überhaupt nicht zu, außer auf mich. Gut. Und das, was hier so aussieht wie der Panzerkreuzer Aurora aus Holz, das ist die Marketingabteilung von der Kulturinsel. Also falls Sie berufstätig sind, vergleichen Sie mal, ob Sie es auch so idyllisch haben. Das ist ein Traum hier. Wenn Sie ein Kind haben mit einer Holzallergie, kommen Sie trotzdem hierher. Die Jungs, die können da auch toben auf so einem Rallye-Parcours oder was das ist. Natürlich auch auf dem Dach, nicht nur Tiere auf dem Dach, auch Kinder und Reifenstapel auf dem Dach. Das ist doch klasse hier. Und Höhenangst darf man hier auch nicht haben. Kulturinsel Einsiedel, hier ist alles aus Holz. Auch die Gänge. Es passiert alles weiter oben als im normalen Leben. Das ist hochinteressant. Das ist mal eine Baumhausterrasse, kein Baumhaus. Hier ist sowieso alles anders, als man sich's vorstellt. Auch die Romantik, der Kerzenleuchter. Das ist Schrott. Hier ist alles Kunst. Und wenn Sie Hunger haben, essen können Sie hier auch. Max Klar im grünen Bett ist herzhafter Avocado-Hüttenkäse. Was haben wir hier noch? Kokoslinsensuppe und eine Kastaniensuppe gibt es hier. Meine Herren. Und vereiste Geschmacksknospen-Explosion. Und das Ganze serviert in einem Baumstammlokal. Kultur, Holz, Tiere, was zu essen, Gummireifen, schreiende Kinder. Das ist ein riesengroßes Gelände hier direkt an der Neiße. Da drüben, ein paar Meter weiter, ist schon Polen. Also ich kann Ihnen gar nicht aufzählen, was man hier alles erleben kann. Hier brauchen Sie auch eine Weile. Sie können auch 2 Tage kommen, weil man kann hier auch in einem Baumhaus-Hotel wohnen. Also die Kulturinsel Einsiedel, das hat die Welt noch nicht gesehen. Hier arbeiten 150 Leute. Da können Sie sich vorstellen, was das für ein Riesengelände ist. Und dazwischen leben einfach Tiere. Aber auch ein Baumhaus hat eine ganz schnöde elektrische Klingel. Also das ist auf alle Fälle etwas, was Sie unbedingt mal erlebt haben müssen. Kommen Sie mal zur Kulturinsel Einsiedel.